Herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, wir sind auf dem Weg zu einem Outlaw hierhin. Müssen ein bisschen was töten und wenn wir das gemacht haben, kriegen wir ein paar Splitter, die wir ja unbedingt haben wollen. Wobei ich ja zuletzt auch am Überlegen war, ob wir nicht einfach die nächste Rüstung überspringen und uns danach gleich die bessere holen. Dazu müssen wir natürlich dann Outlaw-Aufträge machen und die können wir jetzt ja ab und so jetzt nach und nach abarbeiten, würde ich sagen, was wir jetzt hier so bei den Outlaws so stehen haben. Klingt eigentlich nach einem Plan. Ja. Genau. Ich glaube, das machen wir erstmal so. Wir peilen das erstmal so an. Ob das alles so funktioniert, werden wir ja sehen. Aber eigentlich müsste ja, wenn wir aufsteigen, die nächste Rüstung dann ja auch da beigeschaltet sein. Und dann müssten wir die ja direkt kaufen können. So die Hoffnung. Weil die wird ja sicherlich mindestens genauso teuer sein, wenn nicht sogar noch teurer. Das könnte dann natürlich wieder dagegen sprechen, das zu machen. Ah, ich muss ja hier lang. Ja, mittlerweile sind wir auch relativ stark, ne? Also was so Schakale und so angeht, die sind jetzt gar kein Problem mehr. Wühler sind ein bisschen unbequem, aber das passt eigentlich auch. Und Aasfresser sind auch kein Problem. Sehr schön. Achso, hier haben wir ja auch noch einen Konverter. Den könnte man eigentlich dann auch mal angehen. Wir müssen hier rüber. Ah, okay. Nee, wir gehen hier den Weg weiter. Oder haben wir den Konverter schon erledigt? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Und da müssen wir gleich einen Weg nach links haben. Das hier für komische Geräusche. Aha. Diese Vehikel taugen für gar nichts. Das stimmt wohl. Mit ein paar Sprengfallen ließe sich das natürlich auf der Stelle ändern. Hab so das dumpfe Gefühl, dass der Kollege noch ein bisschen zu stark für uns ist. Ja. Ein Patron. Heftig. Ja gut, wenn jetzt noch so ein Vogel kommt, dann wird das nicht so nichts. Nee. Der ist ein bisschen übel. Ja. Wir spawnen dann ja doch irgendwie auch so ein bisschen nervigere Kreaturen wieder nach. Das ist gemein. Freut man sich gerade, wie gut das alles läuft. Dass diese verschissenen Alps ihren Haufen auf unseren Boden legen, war ihr letzter Fehler. Uff, das ging aber tief runter. Toter Outlaw. 46 Elexit. Nehmen wir noch mit. Schwefel brauchen wir nochmal. Für den Flammenwerfer. Das wäre natürlich auch noch eine schöne Sache. Haben wir den Schakal hier mit? Ja, komm, nehmen wir mit. Hallo, Schakal. Ja, da ist die. So. Ja, der ist noch an, der Konverter. Der scheint doch an zu sein. Wir können uns natürlich auch eben den Konverter mal anschauen. Da irgendwie reinkommen. Ah, da ist wieder so ein Kampfkoloss davor. Ah. Ah. Ist machbar. Aber muss jetzt nicht.
Dann bleiben wir mal lieber auf dem Weg hier. Wenn ich noch einmal mehr blocken können. Noch was zu holen. Nee, hätte mich auch gewundert. Immer so die Hauptwege haben wir jetzt größtenteils abgegrast. Heute habe ich auch keinen Überblick mehr, wo wir schon überall waren, wo wir noch nicht waren. Das sieht auch schön aus hier links. So, dann ist unsere Reise gleich vorbei. Hier waren wir ja übrigens auch schon. Hier war ja der Big Bang. Der lustige Kampf da. Da können wir hochgehen. Müssen wir jetzt hier nicht mit dem Jetpack abmühen. Skorpion. Das Skorpion ähnlich. Da sind aber ganz schön viele von den Mistviechern. Und wir müssen da rein in die ins Glück. Die hatten, haben wir schon viele Outlaws hier auch auf dem Gewissen. Gucken wir mal, ob wir das so schaffen. Nee. Wahrscheinlich nicht. Mal hoch hier, um wieder Ausdauer zu bekommen. Nächste Lift noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich auch gleich tot. Einer war doch hier schon fast tot. Ja. Der nächste ist wieder da. Perfekt. Können wir doch schaffen. Also diese Knochenmarksbrühe ist ja wirklich genau. Also ohne die hätten wir es nicht geschafft. Die geben nur 90 Erfahrung. Ja, also Konstitution ist dann tatsächlich danach das nächste, was wir machen. Ein Knochen. Den nehmen wir mit. Weil das wird nicht das gewesen sein, sondern hier der Outlaw. Die Blaupausen haben wir, dann wieder zurück. Zu Bill. Ups. Ja. So nicht. Aber so geht das. Perfekt. Er wird sich freuen. Hast du danach gesucht? Zeig mal her. Ja, ich denke, das dürfte es sein, was meinen Käufer interessiert. Ich selber habe zwar keinen blassen Schimmer, was genau darin beschrieben ist, aber das muss ich auch nicht. Du wartest sicher auf das Elixid? Korrekt. Den Großteil der Summe werde ich erst nach Abschluss des Deals bekommen. Aber unser gemeinsamer Freund war so großzügig, mir eine hohe Summe vorzuschießen. Und genau die hole ich dir jetzt. Du hast die später nicht dabei? Natürlich nicht. Denkst du, so eine Summe schleppe ich die ganze Zeit mit mir herum? So dumm und lebensmüde bin ich nicht. Außerdem sagte ich dir bereits, dass du mir vertrauen kannst. Wenn du nicht warten willst, begleite mich einfach zu meinem Versteck. Ja, gerne. Ich traue ihm immer noch nicht. Da gehen wir doch bestimmt wieder leer aus, so bei hohe Summe und so. Na, sind ja doch eher geizig hier in dem Spiel. Bill ist tot.
Warum hast du Bill angegriffen? Darum. Ach ja, schönen Gruß vom Müllbaron. Was erzählst du da? Hör mal, Alter, tut mir ja leid, dass ich dein kleines Geschäft gestört habe. Aber wenn der Müllbaron mir sagt, bring den Typen um, dann mache ich das auch. Deinetwegen entgehen mir eine Menge Splitter. Erzähl das jemanden, den es interessiert. Ich habe hier nur meinen Auftrag ausgeführt, das ist alles. Wenn du ein Problem damit hast, geh zum Müllbaron. Ich bin fertig hier. Wie gemein. Wie gemein. Aber war ja wieder klar, dass hier irgendwas passiert. Wir werden auf jeden Fall gleich zum Müllbaron gehen. Aber erstmal räumen wir hier alles leer. Wenn wir schon keine Belohnung kriegen, dann holen wir uns halt unsere Belohnung. Ich weiß gar nicht, wen wir hier gerade beklauen. Aber ist ja auch egal. So, der Müllbaron. Wo sitzt der nochmal? Mad Bob. Im Nordwesten. Hier, man sieht den Müllberg. Ja, der blaue Bilder. Dann soll er uns mal erklären, was er sich dabei gedacht hat. Von dem Schrott. So wie es hier stinkt, wundert es mich nicht, dass selbst die Huren vor ihm Reis ausnehmen. Tja. Was sollte die Sache mit Bill? Ah, du hast meine Nachricht erhalten und stellst jetzt die Preisfrage. Oder hat Bill etwa überlebt und dir meine Glückwunschkarte überreicht? Wie dem auch sei. Ich habe es als angemessene Bestrafung deiner Lüge angesehen. Du wolltest mir weismachen, dass mit der Schrottlieferung alles in Ordnung ist. Aber das war wohl nicht die ganze Wahrheit. Also habe ich den Zufall entscheiden lassen, ob ich dich oder einen deiner Freunde über die Klinge springen lasse. Und da es Bill erwischt hat, solltest du mir eigentlich dankbar sein. Aber betrachten wir die Sache damit als erledigt. Man soll mir ja nicht nachsagen, ich wäre ungerecht zu meinen Freunden. Und ich gehe stark davon aus, dass wir zwei weiter Freunde bleiben wollen, nicht wahr? Tja, vermutlich schon. Tja, okay, dann hat sich das hier jetzt auch wieder gerecht. Ich möchte Vollstrecker werden. Und dafür möchtest du jetzt meine Stimme haben? Ja, ich brauche deine Stimme. Wenn du sie dir verdienen willst, wirst du dir runterwürgen, was ich dir auftische. Verstanden? Ich habe da eine Kleinigkeit in Arbeit, bei der ich einen weiteren starken Arm gut gebrauchen könnte. Einer meiner besten Vollstrecker ist gerade dabei, den Waldnymphen aus Edan einen Einlauf zu verpassen. Wenn du meine Stimme willst, dann wirst du ihm dabei helfen. Klar, kein Problem. Wo soll ich mich treffen? Wenn du von hier aus Richtung Westen siehst, dann kannst du dieses riesige Gerüst aus der alten Welt sehen. Rechts daneben ist ein kleiner Wasserfall und eine Talsenke vor dem Wasserfall. Dort warten meine Jungs. Und wer genau? Mit wem soll ich mich treffen? Striker ist sein Name. Er führt den Angriff auf die Berserker. Und wenn du darauf hörst, was er dir zu sagen hat, dann überlebst du die Nummer vielleicht auch. Na klar, überleben wir die. Ich werde deinem Mann helfen. Gut, gut. Also triff dich mit Striker und sage ihm, dass du der Letzte bist. Er kann den Angriff starten. Den Berserkern werden wir zeigen, was es bedeutet, sich unseren Zugang nach Edan unter den Nagel zu reißen. Irgendwie brauchen wir doch einen Weg, um unsere Stims an sie verticken zu können. Na gut. Mission Rückeroberung. Können wir nicht noch machen? 9, ach ja, genau. Könnten wir eigentlich mal machen. Was haben wir denn hier? Rückeroberung. Wo ist das? Hier, da haben wir aber keinen Schnellreisepunkt in der Nähe.
der Windpark. Könnte aber auch noch ein bisschen länger dauern. Ein paar abtrünnige Berserker im Fort angekommen. Sie haben sich in Chloes Laden bedient und haben dann die Zeche geprellt. Ja, dann machen wir doch das. Das ist sicherlich hier irgendwie in der Nähe. Perfekt. Da haben wir einen abtrünnigen Berserker. Dort auch. Ja, dann machen wir doch das. Gehen wir auch weiter auf dem Weg zum Vollstrecker. Dass wir dann halt gleich die Rüstung uns holen können. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Mal gucken, ob wir dann mehr Outlaws töten müssen. Rays Steckbrief ist mit Big W unterschrieben. W wie Wyatt. Klingt ja großartig. Ist dir das ganz alleine eingefallen? Ha, du glaubst echt, ich hätte den Steckbrief geschrieben? Du hast doch keine Ahnung, Mann. Verschwinde endlich. Okay, es war gar nicht Wyatt. Sondern der abtrünnige Berserker. Was ist? Ich sag dir gleich, wenn du mich bestehlen willst, bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich brauche jeden Splitter, um meine Ausrüstung aufzubessern. Hey, ich auch. Du solltest erst einmal deine offenen Rechnungen begleichen. Ich habe keine offenen Rechnungen. Ich zahle immer. Chloe hat mir was anderes erzählt. Chloe, wer? Du hast dich mit deinen Freunden auf ihre Kosten volllaufen lassen. Ach, die Geschichte. Ja, das war vielleicht ein Besäufnis. Ich kann mich kaum noch erinnern. Aber ich bin mir sicher, dass wir bezahlt haben. Dafür verbürge ich mich. Dann kommt mit und wir klären das mit ihr. Ja, natürlich. Lass mich nur kurz... Oh, das glaubst du doch wohl selber nicht, Kollege. Hey, Arschloch! Viele Grüße von Chloe. Du bist tot. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Warum sind wir da denn jetzt draufgegangen? Beziehungsweise, warum viele Grüße von Chloe? Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Muss ich nicht verstehen, oder? Den musste ich jetzt, glaube ich, nicht verstehen. Ich wollte ihm noch hinterher und ihn zusammenschlagen. Das geht nicht, weil dann Schläger von Chloe kommen. Habe ich nicht ganz verstanden. Aber gut. Dann sagen wir diesmal das andere. Was ist? Ich dich zerquetsche. Ja, ja. Was ist jetzt schon wieder los? Du solltest erst einmal deine offenen Rechnungen begleichen. Ich kann mich kaum. Aber ich bin mit. Ja. Gar nichts habt ihr. Wirklich? Ich könnte schwören. Naja, du wirst schon recht haben. Aber halt. Was ist das denn hinter dir? Wir haben gelaufen. Hä? Hey, Arschloch. Eine Schlägerei angezettelt? Wieso habe ich eine Schlägerei angezettelt? Darf ich nicht. Was habe ich denn gemacht? Und nichts gemacht? Zwischendurch mal was geklaut, aber ansonsten. Ja, wir laufen vor denen erstmal weg. Und müssen jetzt hier hinterher. Vielleicht gehört das auch mit zur Quest dazu. Ich weiß es nicht. Bin mal gespannt, was passiert, wenn wir wieder bei den Outlaws sind. Sitzerbrot. Bin immer noch ein wenig verwirrt. Gut, wir haben den abtrünnigen Berserker erledigt, aber ob das jetzt so das war, was wir erreichen wollten? Wahrscheinlich nicht.
traue mich gerade auch nicht, noch einen Schnellspeicherstand zu machen. Gucken, ob die gleich wieder angreifen. Ja. Spike greift an. Warum auch immer. Okay. So gerne nehmen, aber gut. Warum auch immer jetzt die Schläger hinter mir her waren. Verstehe ich nicht. Den haben wir auch noch gar nicht freigeschaltet. Unglaublich. Wir sind ja schon längst Outlaw und haben immer noch nicht diesen blöden Teleporter da freigeschaltet. Bin ich sicher, ob das, ob das hier gerade so läuft, wie das laufen soll eigentlich. Mal gucken, was bei den anderen Kollegen kommt. Aber wahrscheinlich hat er die Schläger bezahlt. Nicht, dass wir hier in den Deadlock reinlaufen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Das wäre blöd. Aber es gab jetzt hier eigentlich keine andere Möglichkeit, was passiert. Sprechen wir noch mal mit dem nächsten Kollegen hier. Ja, ich glaube schon. Ich weiß, von wem du redest. Du bist doch sicher hier, um dich mit mir zu messen. Aber bei meinen Muskeln sehe ich kein Land für dich. Ein gut platzierter Kinnhaken, eine schnell geführte Rechte und du zählst die Sterne. Zähl du besser auf, wem du alles deine Splitter schuldest. Wenn jemand meine Splitter will, fängt er sich ein paar. Also suchst du besser das Weite, bevor meine Faust die Verhandlungen übernimmt. Soll mich das irgendwie beeindrucken? Das sollte es. Aber du kapierst den Ernst der Lage nicht. Du hörst mir jetzt besser ganz genau zu. Wer mir versucht, ans Bein zu pinkeln, der findet sich in einer Grube wieder. Wenn du es also noch einmal wagst, mir mein Eigentum abschwatzen zu wollen, bist du ein toter Mann? Also verschwinde ganz schnell und sprich mich nie wieder darauf an. Davon lassen wir uns doch nicht beeindrucken. Gib mir die Splitter, die du Chloe schuldest. Ich muss dir wohl deine wertlosen Ohren abschneiden, denn du hörst mir offensichtlich eh nicht zu. Für eine weitere Warnung ist es jetzt zu spät. Friss meinen Stahl. Dich hole ich mir. Ich dachte, die Fäuste. Ich verstehe kein Wort. Da bin ich wieder. Gut. Hat also auch nicht funktioniert. Das muss dann wohl so. Dann haben wir jetzt noch einen. In dem werden wir sicherlich auch nichts kriegen. Aber dann sind sie immerhin alle tot. Vielleicht wird Chloe das ein bisschen beruhigen. Wer weiß. Endlich nächste. Chloe, ne? Ich hatte Chloe gesagt. Wird schon spät. Wenn dieser Abtrünnigen besser. Gut, jetzt hat er eh gespeichert, dann ist ja. Ist im Grunde eh alles egal. Nein, hier komme ich nicht rein. Ich dachte, gut, dann gehen wir halt von hinten rein. Aber das geht nicht. Also dann vorne. Ach, hier. Na, auch neu hier? Nein. Warum so wortkarg? Komm, ich spendiere dir einen. Sparen wir uns das Geplänkel. Du schuldest jemandem ein paar Splitter. Na und? Ich hab nicht vor, die Schulden zu begleichen. Es heißt doch, hier kann man machen, was man will. Das ist der Grund, warum ich den Berserkern abgeschworen habe. Jeder kann machen, was er will, wenn er die Konsequenzen verträgt.
Worauf willst du hinaus? Muss ich erst einen Spaten holen, damit du es kapierst? Hör mal. Ich will wirklich keinen Ärger. Hier. Dafür habe ich aber deine Garantie, dass die Sache damit aus der Welt ist. Allgefüllter Beutel. Die Garantie kostet extra. Du hast doch schon einen Beutel voller Splitter. Der ist nicht für mich. Also? Ist ja gut. Hier. Ja, sehr schön. Nochmal 75 dazu. Dann können wir das jetzt abgeben. Ich hatte mich schon gewundert auch, dass wir keinen Teleporter haben, der vor der Basis ist. Wie bei den anderen beiden Städten. Sie kann einfach nicht aufhören. Oh gut, das hat sich jetzt ja geklärt. Ja, ich weiß, dass wir jetzt hier schon dran vorbeigelaufen sind. Aber wir müssen ja vorne rein. Oder? Eieiei. So. Sei lieber leise. Aber die sind überraschend gut machbar, diese Aufstiegsquests. Ich habe deine Grüße erhalten. Und du lebst noch? Sieht so aus. Deine Schläge haben versagt. Ich habe die drei Schläger angeheuert, um dich umzubringen. Du scheinst stärker zu sein, als du aussiehst. Ich denke, wir haben unsere Streitigkeiten ausgeräumt. Sehe ich auch so. Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Aber am besten lässt du mich jetzt in Ruhe. Ich habe noch viel zu tun. Nee. Wegen meiner Ernennung zum Vollstrecker. Hier, das habe ich einem Typen im Vergnügungsviertel abgenommen. Nicht schlecht. Es hätte wohl nicht lange gedauert und er hätte die Splitter an ein paar Nutten verschwendet. Das habe ich von einem Kerl, der sich auf dem Marktplatz rumgetrieben hat. Bei mir Schulden machen, aber dann dick einkaufen gehen, so ein Drecksack. Auch wenn in dem Beutel nur ein Teil dessen ist, was mich diese Wanze gekostet hat, bin ich zufrieden. Die Außenwirkung meiner Botschaft hat schließlich einen erheblichen Mehrwert. Das hier habe ich von einem Berserker, der sich in der Nähe der Arena aufgehalten hat. Es hätte sicher nicht lange gedauert, bis unsere Leute ihn gerupft hätten. Gut, dass du noch rechtzeitig zur Stelle warst. Das waren dann alle. Du bist wirklich gut. So gut, dass du etwas von mir bekommst, was unbezahlbar ist. Mein Vertrauen. Du kannst William sagen, dass, wenn es nach mir geht, du es mehr als verdient hast, Vollstrecker zu werden. Perfekt. Ob du dich hier betrinkst oder dir drüben bei einem der Mädchen etwas einfängst, kommt aufs selbe hinaus. 5 Minuten Spaß und jede Menge Ärger. Sehr schön. Gut, dann haben wir das. Eigentlich könnten wir auch nochmal zu William gehen, hier dem Lagermeister. Das können wir eigentlich auch nochmal eben machen. Und dann müsste wirklich nur noch die Zustimmung von Mad Bob fehlen. Wie viel Splitter haben wir jetzt eigentlich? Ah, fast 7000. Der Lagermeister, wo treibt er sich denn rum? Auf der anderen Seite. Süden. Leicht südöstlich. Dann dürfte nur noch Mad Bob fehlen. Das können wir dann beim nächsten Mal machen, dass wir dann die Quest für Mad Bob machen, ein paar Berserker verhauen. Da haben wir jetzt ja schon Übung drin. Jetzt bin ich wieder ein bisschen zurückgelatscht. Dürfte aber einigermaßen stimmen. Ja, wir müssen ja einmal über den Schlund hier rüber. Wird nur von hier aus nicht so einfach. Genau, aber dass ich einmal nochmal gucke, dass wir jetzt wirklich nur noch... weil die von Crazy Red hatten wir ja schon. Die wollte ich da ja eigentlich noch gar nicht gemacht haben, aber dann hat sich das ja so ergeben. Und jetzt noch einen weiter rüber da. Genau, hier über die Brücke. Und wenn er noch mit Bob fehlt, dann haben wir uns nämlich dann schon die nächste Rüstung dann verdient. Wenn wir denn das richtige Level dafür haben. Das kommt dann ja noch mit dazu. Das brauchen wir ja auch noch.
Hätte natürlich jetzt auch einfach. Hätte sie mich gefragt, wäre das nicht passiert. Einen Teleport machen können eigentlich. Wäre schneller gewesen. Ach, der Lagermeister ist auch gar nicht der, wo wir hinwollen. Wir müssen da hinten hin zu William, zum Outlaw-Lehrer. Machen wir den Spaß. Gut, dass wir den Teleport hier haben. Den Spaß gönne ich mir. Dann hier rechts rum. Ach nee, ist doch zu Ende. Ah, links rum, rechts rum. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir müssen genau andersrum. Da in Blau sollte er dargestellt sein. Stimmt, hier sitzt er doch. Vielleicht kriegst du noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte. Nochmal zu meiner Beförderung. Ja? Hast du die Stimmen bereits? Chloe hat nichts dagegen, wenn ich Vollstrecker werde. Gut gemacht. Ihr braucht eine neue Wache am Nordtor. Wieso? Was ist passiert? Spike ist tot. Und ich kann mir auch denken, warum. Der Penner war mir schon immer eine Spur zu gierig. Sei's drum. Besser, wir sorgen schnell für Ersatz. Such Ike auf und sag ihm, dass er ab sofort Spikes Job übernimmt. Normalerweise treibt er sich in der Nähe der Arena rum. Es sollte nicht weiter schwer sein, ihn zu finden. Okay, neue Mission Torwache. Nehmen wir natürlich auch mit, aber dann beim nächsten Mal. Also das nächste Mal können wir die Torwache dann austauschen und den Angriff auf die Berserker führen und dann zum Vollstrecker werden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.